Hier, Mucho, my friend, Gude, hat mich gefreut, dass du unter dem letzten Video kommentiert hast. Beste Grüße gehen raus, Alter. Ich habe mir gestern dein Interview reingezogen, während ich ein bisschen das neue FIFA gezockt habe. EAFC, Entschuldigung. Da habe ich mir parallel dazu dein Interview reingezogen und ich finde, du bist ein geiler Typ. Real Talk? Ich finde, du bist ein geiler Typ, Alter, ohne Spaß. Weißt du, was ich an dir mag? Dass du genauso ein Schlappmaul hast wie ich, Digga. Man merkt so deine Art, wie du redest, das ist einfach, da hat man Bock irgendwie, du bist so einer, du bist so komplett, du bist halt griffig, echt, Chaba. Da kannst du wirklich, ich weiß ja nicht, ich mag das einfach. Der hat auch so ein Schlappmaul einfach, ich mag das. Also liebste Grüße gehen raus. Musik feiere ich ja auch komplett. Kennst du Mucho? Ja, klar. Findest du gut? Ja, geile Stimme. Ja, Feier ich. übertrieben. Man denkt, das könnte, man hätte denken können, es ist auch nur so im Studio so, dass danach irgendwie halt komplett der Kompressor reingedreht wird und irgendwie mit Nachbearbeitung ein bisschen tiefer pitchen und ein Ist bisschen die nicht wie bei Tiefen dir. rein. Ist nicht wie bei dir, Digga. Digga, jetzt machen wir. Wer pitcht seine ganzen Scheißsongs immer zwei? Ach, Quatsch, 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 Quatsch. Jetzt hast du einen losgetreten, Ja, Chaba. genau. Na, jetzt klären wir das mal. Wer pitcht deine Scheißsongs? Nachher im Discord sagt er zu mir, ey, bei der Mucho-Reaction da am Anfang, das musst du wirklich Bei mir wird rausschneiden. musste noch nie was geschnitten werden. Ja, Digga, ich mach gleich immer ein Projekt auf, Chaba. Also, Mucho klingt auch in Interviews genauso wie im Studio. Und das fand ich geil, er hatte wirklich eine brachiale Stimme. Life is pain. Ja, Mann. Ach so, bitte wieder in die Kommentare, ihr wisst, was ihr schreiben müsst. Paar haben, PA, bester Mann, vielen lieben Dank für die Whitelist, Digga. Abu Flex, ihr müsst Abu Flex reinschreiben. Was ist Abu Flex, Digga? Kennst du, okay, da merkt man, dass er kein richtiger Fan ist, sondern nur Reactions abstauben möchte. Fitner King in the Making. Er hat einen Podcast mit Fahrt, liebe Grüße auch an Fahrt. Und PA, wie man ja weiß, ist ja etwas Vermögen, ne, der Multimillionär. Ja, Und dann PA. sagt Fahrt immer Abu Flex zu ihm, wenn er gerade erzählt, wie er sei sich neue Granitsteine und Ach so. so, ja, okay, ich gucke Podcast, Digga, das ist halt so. Ich liebe den Podcast, Ja, der ist super. also PA ist auch auf jeden Fall einer, den man unglaublich gerne beim Reden zuhört und der sich unglaublich krass artikulieren kann, Digga. Da kriege ich wirklich jedes Mal Minderwertigkeitskomplexe, Digga. Wenn ich höre, wie der die Sätze aneinander reiht, mit welcher Wortgewandtheit. Danke für die Hook gegen Benz. Weiter geht's jetzt. Kein Bock auf Telefonate, der Teufel puderte hier jedem die Nase. Diese, diese, hast ich du mag, gehört? ja, klar, der zieht immer der Teufel puderte hier jedem die Nase. Der zieht davor und dann hat er Platz für das. Ich mag der hat einen sehr luftigen Flow, der lässt immer diese Pausen so, ich mag das. Kein Bock auf Telefonate. Gar kein Bock auf Telefonate, der Teufel puderte hier jedem die Nase. Aus jeder ekligen Phase und trotzdem liebe ich dieses Leben auf Straße. Ich bin raus aus dieser ekligen Phase, trotzdem lebe ich das Leben auf der Straße oder liebe ich das Leben auf der Straße. Viel Gewicht. Ich kann das so ein bisschen, ich fühle es ein bisschen, weil ich bin auch so, ich bin voll der gut erzogene Mensch, so, ne? Ich hatte eine gute Kindheit, alles so, ne? Aber war ja auch mal so auf ein bisschen auf dem Ja, Ja, absteigendem so. Ast, einfach so Ja, ein aber paar. reflektierst du es auch und bist dankbar? Ja, natürlich, weil das hat mich ja im Endeffekt auch geformt. Also mit den Leuten, mit denen ich unterwegs war und so. Und das, ich muss immer an diese Silo-Zeile denken. Ich fühle mich wohl zwischen Dreck und Gesocks. Wenn ich heute noch, ich meine, du weißt ja manchmal, in welchen Kneipen wir so abhängen zusammen oder mit welchen Leuten auch ich hier manchmal Ekelerregend, ja. verkehre. Ekelerregend. Das ist ja wirklich, ohne die jetzt als, selbst wenn ich die als Gesocks bezeichnen würde, die würden es noch feiern. So, ey, wenn ihr jetzt, ich liebe euch so, ne? Ich fühle mich einfach wohl zwischen Assis. Und in asozialen Spelunken und in verrauchten Eckkneipen und Ja, so. aber man weiß, man kommt dann nach Hause so und das Ding. Also dieses Nein, Thema, was du jetzt gerade ansprichst, ich reflektiere das total oft und bin super dankbar, dass man so ein privilegiertes Leben führen kann. Also. ja, na klar. Aber ich sag jetzt nicht, ich geh nicht in irgendwelche, ich hänge nicht mit den Assis ab, um danach zu sagen, von wegen so, ach, wie schön ist mein normales Leben, Nein, 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 aber man sondern fühlt sich dazu irgendwie, ja, ich das fühle ist mich einfach halt, die Roots die sind so. einfach so echt, ja. Die sind Ja, einfach so, nur da mal. ist keiner, der irgendwie hochnimmt, das ist alles so. Sowieso Auch nicht. diesen Scheiße bauen auch manchmal. Natürlich jetzt nicht irgendwie klauen und so eine Scheiße, aber so ein bisschen so dieses, ein bisschen trippeln hier und so. Komm doch mal ein Wochenende nach Braunschweig. Ja, Danach Digga. kannst du dann auch wieder ein paar Tage Therapie machen. Ich werde Alter, damit, das nee, ist ich glaube, Braunschweig wäre für mich Therapie. Der Twizzy sagt schon immer, wenn er nach Offenbach kommt, das ist das letzte Assi hier, so, ne? Aber es ist, das ist Aber so so. ein Abend mit Kuchen-TV und mir wäre mal lustig für dich, Ja, der Digga. hat ja letztens wieder gefragt, das können Ja, wir. komm mal vorbei. Ja, das können wir im Moment echt mal machen, so. Ja. Ich würde ihn ja auch gerne mal kennenlernen. Ich treffe ja gern meine Fans. Okay. Spaß, Digga. Wir gönnen uns jetzt Mut. Ja. Kopfschmerz, jahrelang Bestandteil. Die Traumata verfolgen uns auf Langzeit. Reden wie die Großen, bis Spaß, es heißt, du musst ein Mann sein. Ich gebe dir Tipp nur für einen klitzekleinen Anteil. Dieser Flow ist schon wieder geil.
Kopfschmerz, jahrelang Bestandteil. Die Kopfschmerz, jahrelang Bestandteil. Traumata verfolgen uns auf Langzeit. Reden wie die Großen, bis es heißt, du musst ein Mann sein. Ich gebe dir Tipp nur für einen klitzekleinen Anteil. Komm, bei ihm stehen alle Reime, ne, die er setzt, von der Kausalität perfekt im Zusammenhang. Man hat nicht einen Moment das Gefühl, dass irgendwas gezweckt ist. Gar nicht, gar nicht. So, das gefällt mir sehr gut. Ja, er ist auch so einer, das ist so, ich will nicht perfekt sagen, weil perfekt ist ja auch nicht immer gut, aber das ist so on point einfach bei ihm, das mag ich so. Bei ihm ist so, diese Stimme ist 10 von 10, der hat die perfekten Flows, die perfekten Worte, die perfekten Reime für seinen Style, der ist so komplett einfach in dem, was er tut. Ja. Das mag ich. 2-3 Handys, nur verschlüsselte Chats, das ist die Konsequenz. 2-3 Handys, nur verschlüsselte Chats. Blitzekleinen Anteil. 2-3 Handys, nur verschlüsselte Chats. Das ist die Konsequenz, hab Eisen an der Hüfte versteckt. Ich kann nicht jeden Tag nach Hause, zurück in mein Bett, mich will ne... Warte mal. 2-3 verschlüsselte Chats. Eisen an der Hüfte versteckt, ist auch... Konsequenz, hab Eisen an der Hüfte versteckt. Ich kann nicht jeden Tag nach Hause, zurück in mein Bett. Mich will ne Frau, ich will ne Kiste, beides drücke ich weg. Mich will ne Frau, ich will ne Kiste, beides drücke ich weg, Java. Frage kurz, weil du hast das Interview schon gesehen von ihm, ich nicht. Welche Wurzeln hat er? Welche? Sizilianische. Sizilianisch? Ah, okay. Oder? Ich will jetzt nicht irgendwas, ne, ohne Gewehr, aber ich meine, er hat am Anfang gesagt, sizilianische Wurzeln, ja. Sizilianisch, okay. Danke, Chat. Zweiter Link, Videobeschreibung. Holy Hydration, Cranberry Saft, er trinkt. Apple. Nein, das ist kein Apple. Wir könnten euch zwar veräppeln, er hat sich da eine Erwachsene-Brause reingefüllt, weil er sein Holy schon allgetrunken hat. Ich hab Cranberry-Saft hier, zweite Link in der Videobeschreibung, Elektrolyte, Mineralien, Kokoswasser, alles in einem. Ihr findet dort auch Eistees und Energy-Drinks, alle 100% vegan. Ihr findet auch 2 Rabattcodes, also geht da rein und gönnt euch das. Und wenn ihr schon dabei seid, heute wird die Werbetrommel ein bisschen heftiger geschwungen, denn hier gibt es, bald ist wieder Weihnachten, ja, wir haben alle keinen Bock drauf, aber es ist tatsächlich soweit, ne? Ich könnte euch jetzt auch Spekulatius in die Kamera halten, aber ich zeige euch lieber diesen wundervollen Holy Hydration, nee, nicht Hydration, Adventskalender mit 24 verschiedenen Fächern, in denen... 24? Und checkt es gerne aus, das ist der kleine Adventskalender, checkt den aus, wenn ihr da reingreifen wollt, eurer Frau oder wem auch immer ein Geschenk machen wollt oder eurem Sohn oder wem auch immer, checkt es gerne aus. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt muss ich meinen Schluck noch nehmen und dann ist die Werbetrommel auch ausgeschwungen. So, weiter geht's. Große Klappen plompen in den Hosentaschen. Träume, die noch nicht einmal den Hof verlassen. Ich kann mit Lebendigen weinen und mit den Toten lachen. Wir glauben uns selbst nicht so oft, wie wir schon gelogen haben. Das ist auch voll die, das ist wirklich krass. Weinen und mit den Toten lachen. Wir glauben uns selbst nicht so oft, wie wir schon gelogen haben. Das ist Ghetto-Poesie, Digga. Das ist geil, Alter. Ich feier das auch. Ich mag das wirklich, dem zuzuhören, wirklich. Seid Jungs, die weinen und mit den Toten lachen. Wir glauben uns selbst nicht so oft, wie wir schon gelogen haben. Ihr seid Jungs, die im Abseits stehen. Wie erklär ich meiner Mama, dass ich Knast reingeh? Oh nein, Alter. Ihr seid Jungs, die im Abseits stehen. Wie erklär ich meiner Mama, dass ich Knast reingeh? Das hätte ich aber nicht gemacht. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist das Geld. Sondern wir sind Jungs, die im Abseits stehen. Wie erklär ich meiner Mama, dass ich Knast reingeh? Nee, ich finde es nicht. Er hat keine Ahnung, so ist super. Okay, so ist Abseits perfekt. Stehen, Knast reingehen. Was sind die anderen 2 Reime? Backpfeife geht, pass auf, dass hier kein Backpfeife geht. Der Lasten trägt? Ich glaube, der macht A, I, E. Ich glaube, der nimmt die Reime. Abseits stehen, Knast reingehen. Das ist auch krass. Bei jemandem mit Lass ich mir meinen Hack gleich nehmen. Bei jemandem mit so einer tiefen Stimme und so konstanten Flow, dass er dann auch noch musikalische Hooks machen kann, ist perfekt, Digga. Ja. Besser geht nicht. Ich finde, mag das auch. Echte Männer finden Lachgas gay. Ich fick jeden Pisser, denn. Lachgas gay. Echte Männer finden Lachgas gay. Oh, den Reim finde ich irgendwie. Ich weiß nicht, gay ist so. Ich will jetzt nicht die Moralapostel. Ich bin auch keiner von der Woke-Bubble. Ich will jetzt auch nicht sagen, gay sagt man nicht mehr. Aber ich finde tatsächlich, gay ist jetzt, ohne das aus dieser Woke-Sicht zu sehen, finde ich irgendwie ist ein bisschen out of time. Zu sagen, das ist gay, Lachgas gay. Ich meine, dass du Lachgas in dem Sinne doof findest, finde ich gut. Aber zu sagen, ich finde Lachgas gay, finde ich die Formulierung. Ja, mach. Ja, du bist anderer Meinung, ne? Nein, gar nicht. Aber ich mach. Ja, leb doch deine Homophobie hier auch wenigstens irgendwie so aus. Nein. Sei doch mal echt. Ach, war's Spaß, war ein Witz, Twitch-Team. Ja, gay muss nicht sein, ne? Also nee, nicht, also das Wort da jetzt auch ranzwingen, ja. Muss nicht sein. Ich knast reingeh, echte Männer finden Lachgas gay. Ich fick jeden Pisser, der mir einen auf Dark Life lebt. Ihr seid Jungs, die im Abseits stehen. Der mir einen auf Dark Life lebt. Das ist kein Dark Life, das ist geh mir nicht auf den Sack Life. Wir wissen ja, wie er es meint. Also er meinte das, glaube ich, nicht abwertend gegen Dings, deswegen alles gut.
Nee, doch, er benutzt es so, wie wir es früher alle benutzt haben. Ja, wie wir es früher benutzt haben. Ja, er ist alte Schule. Er hat nichts gegen Schwule, aber er benutzt das Wort gay als Synonym für doof. Ja, aber sind wir jetzt doch mal ehrlich bei der ganzen Cancel Culture. Wie oft machen wir privat irgendwelche Witze oder irgendetwas? Na klar. Das muss auch da, Pierre, das auch im Podcast gesagt, die Leute sollen sich mal alle einen Stock aus dem Arsch ziehen. Ja, Digga, wenn die klarkommen, Digga. Ich hatte ja vor 2 Wochen Geburtstag und da haben wir auch, da war Cashes und Kuchen waren auch da und Twizy auch und wir hatten irgendwann so ein bisschen einen Sitz und haben da eine Freestyle-Runde gemacht. Ich glaube, wenn diese halbe Stunde, wo wir zu viert Freestyle hätten, wenn die online kommen würde, ich glaube, wir wären alle gecancelt. Da habe ich mich weggedübelt an deinem Geburtstag. Ich weiß auch nicht, warum du auf einmal gedübelt hast, Alter. Ich weiß auch nicht, wie du dazu. Ich auch nicht. Ich habe einen Kumpel von mir, zwei Kumpels waren das ja, die möckern von mir, die rauchen halt noch Joints, die fragen mich immer, darf man bei dir möckern? Ich sage ja, mir doch scheiße. Und ich bin möckern. Anti eigentlich, so gar nicht mein Ding. Auf einmal sitzt er da mit dem Joint, Alter, hängt so dahin und da, Alter, komplett. Naja, auf jeden Fall würde der Freestyle des Tageslichter blicken, werden wir alle gecancelt. Gute Hocker. Ja, Mann. Meiner Mama, dass ich knast reingehe. Nehmt euch! Sag mal verdammt noch einmal. Verdammt noch einmal! Fast hast du getroffen. Moto TV, bestes Pferd im Stall. Grüße gehen raus, Digga. Ich vergeben, bis er mir ein auf Tag live lebt. Wedig ist so chill, bin vom Geld besessen. Immer in denselben Kreisen, immer mit denselben Fressen. Rapper machen Boyfriend-Moves für den... Rapper machen Boyfriend-Moves. Ich mag diese kleine Pause. Rapper machen Boyfriend-Moves. Boyfriend-Moves. Immer in denselben Kreisen, immer... Ich hab von Zeug genug. Mit denselben Fressen. Rapper machen Boyfriend-Moves. Für den ersten, der mich dissen will, ist Deutsch-Rap zu. Eine ganze Platte, die uns Deutsch-Rap. Ja, er ist auch sehr selbstbewusst. Er hat auch so in diesem Interview auch so gesagt, von wegen so Deutsch-Rap bin ich. Wer Deutschrap hört, kommt an mir nicht vorbei. So, ich bin Deutschrap. Echt jetzt? Ja, der feier ich übelst. Ja, hat richtige Ansage gemacht. So, ich finde den aber passt auch krass. Passt zu PA. Ja, PA mit PA im Nacken ist natürlich auch. Ja, kann man schon mal große Fresse riskieren wie Pelikan Baby. Erfolgreichste Label momentan. Ja, safe. Ich finde auch Life is Pain immer krass. Also, auch wenn die nicht oft jetzt nicht so die Mucke machen, die ich. Also, ich feiere nicht alles so, aber ich finde es auch sehr, sehr. Boah, 40s Maschine, Digga. Der Stoßstange klebt. Ich sehe Mucho bei einem Groupie an der Po-Wange stehen. Liefert pro Qualität. Po-Wange ist... Es gibt so Worte, die sind mir irgendwie zu lieb. Po-Wange. Ich finde eher so... Digga, das ist ein Arschbacken. Ja, aber so... Das ist ein Schinke-Chapper. Von der Attitude finde ich, bei ihm ist auch so, er kann sehr viel sagen und es kommt cool trotzdem. So, weiß nicht. Ja, aber Po-Wange. Po-Wange. Ich muss schon bei einem Groupie an der Po-Wange stehen. Die liefert pro Qualität. Ich bin durch, hab mich sogar mit dem Tod angelegt. Gute Reime teilweise. Ja, normal, Tod angelegt. Okay. Po-Wange. Pro Qualität ist es. Ja, Mann. Nice. Komplett. Also der komplett, Digga, feierbar. Komplett. Mach den Backstage-Bereich zu einer Trap und frag, wer ist für ein Sextape bereit. Mach den Backstage-Bereich zu einer Trap und frag, wer ist für ein Sextape bereit. Den Backstage-Bereich zu einer Trap und frag, wer ist für ein Sextape bereit. Ich bin Sensei am Mike, hier wird groß aufgeräumt und kein Hände gereicht. Sehr gut. Wissen, wir sind Vorstadt-Jungs. Ein laufendes Geschäft, gib in dein Dorf an, Jungs. Ein laufendes Geschäft, gib in dein Dorf an, nice. Schau, ich bin 10 Jahre da und am Bett von meinem Bruder liegt eine C-Klasse-Bar. Ihr seid Jungs, die im Abseits stehen. Wie erklär ich meiner Mama, dass ich Klaus reingeh? Echte Männer finden Lachgas gegen. Ich will jeden Pisser, der mir in auf Vergleich lebt. So ihr seid Jungs, die im Abseits stehen. Wie erklär ich meiner Mama, dass ich Klaus reingeh? Echte Männer finden Lachgas gegen. Aber dieses Lachgas-Gay stört mich wirklich ein bisschen. Aber ich will jeden Pisser, der mir in auf Vergleich lebt. Guter, sehr guter Song. Alles von dem, was ich habe bis jetzt alles, ich habe vor, glaube ich, einem Monat oder vor eineinhalb Monaten das erste Mal von ihm gehört, was auf ihn, irgendeiner hat was reingeschrieben, ich habe einfach aus Jux und Dollerei mal einen Vorschlag angenommen, bin da reingegangen und dachte mir, Digga, ja, das boah, ist auch, er rappt ja richtig sick. Ich habe also das erste Mal gehört, als Pierre ihn angekündigt hat im Podcast so und immer wenn Pierre ihn ankündigt, egal ob es jetzt Jamul ist oder sonst wer, bin ich interessiert, weil ich wissen will, was er wieder für einen Ass rauszieht. Ja. Also, Pierre ist auch schon. Ja, der hat da einen guten Riecher. Er hat einen Händchen für alles, wie die Adams Family.